Okay, magische Nebenhand. Also wirklich was Geiles war jetzt nicht hier, ne? Random den Bauplan gefunden, glaube ich. Nö. Ich meine auch, diese komischen Schreine werden normal auf der Map angezeigt, ne? So, das Gebiet hätte ich dann auch fertig. Ah, das ist schon ein Stück. Wenn man hier die Küste entlang geht, ich bin jetzt so hier an der Grenze, ne, hier so. Gerade unterm Portal. Und dort haben wir jetzt schon erkundet und das alles kommt noch. Goal. Ach, ich kann bestimmt auch meinen Angriff verstärken, ne? Kostet eine Energie mehr. 60% Hauptschaden. Blutungsschaden über 3 Sekunden. Und 10% Wahrscheinlichkeit für Niederschlag. Ist das so ein One-Hit-Treffer oder wie? Was heißt bei allen Standard-Waffenangriffen? Ist das ein Standard-Waffenangriff noch, der Klingenbogen, oder ist wirklich nur der normale Schlag? Oh, den kann ich ja ein paar Mal machen. Das kostet 7 Energie. Oh, hier geht's ja auch noch her. Bin ich immer noch in diesem Whitemire? Aha. Symbol auf der Karte. Mit einer Quest. Du reist auf einem gefährlichen Weg, Fremde. Dieser einsame Zufluchtsort ist einer der wenigen sicheren Orte, die es noch in Whitemire gibt. Falls du vorhast, wieder aufzubrechen, gibt es vielleicht einen Weg, wie wir uns gegenseitig helfen können. Die Sliss sind unnatürliche Kreaturen und vergiften das Land. Da scheint es nur passend, dass wir sie mit ihren eigenen abscheulichen Magie treffen. Ihre Schamanen tragen Knobel. Wenn wir ein paar Halsketten bringen, dann sagen wir 100 Eisenstück als Gegenleistung, um uns zu helfen. Jo. Habe ich ja schon gesammelt. Perfekt. Und einen neuen Ring. Und einen Händler. Ja. Schrott, 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 Schrott. Oh, ich hasse dieses Aussortieren. So. Den kann ich immer noch nicht tragen, fehlen mir immer noch 3 Level für. Auch Müll. 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 So, was kann der Ring? Energieregeneration pro Sekunde. Dann kann ich den ja eigentlich tauschen. Jetzt ist aber der Sockel hier drauf, ne? Hoppala. Ach, jetzt ist er weg, komm, scheiß drauf. Das Schild hätte ich mir mal angucken können, ne? Ich habe hier noch eine Halskette. Will er die nicht haben? Ich habe erst einen Schrott gefunden. Schauen wir mal weiter, was wir noch so finden können. Ja, kriegt ihr sie zuerst auf die Nudel.
Muss ich mal gerade auf die Energie gucken, aber... Gerade durch den neuen Ring bringt das wieder überhaupt nichts, ne? Zieht die Fähigkeit nicht wirklich Energie ab? Als meins. Ich weiß auch gar nicht, leveln die Gegner mit oder... Bin ich einfach im Moment so perfekt im Timing, dass ich in der Regel ein Level über denen bin. Oh, hier ist wieder Wasser. Am Wasser mache ich erstmal eine Kehrtwende. Da ist noch ein Höhleneingang, aber ich weiß noch nicht, warum ich in diese Höhle rein sollte. Ja, Stoffgold, komm. Also wenn diese Passivfähigkeit droppt bei dem Standardangriff, sind die alle One-Hit. Oh, hier ist der Höhleneingang. Ach, da ist noch so ein Schamane. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt... Ich kann nicht noch mehr abgeben. Oh. Alter. Es könnte tödlich sein, einfach so in den Viechern stehen zu bleiben. Aber jetzt bin ich wieder übers Wasser gegangen, ne? Jetzt bin ich schon wieder in einem neuen Teil der Karte. Ey, ist das verwirrend. Hier war doch irgendwo noch die Questmarkierung, oder nicht? Ich gehe jetzt einfach durch die Höhle, auf der anderen Seite der Höhle war auf jeden Fall die Questmarkierung zu sehen. Der schlägt sogar hinter sich die Leute. Boah, hier sind aber viele Viecher geknubbelt, ey. Komm. Leichen durchsuchen. Oh. Zerbrochener Magnetstein. Ich glaube, ich muss gleich ein paar Sockelsachen auch verkaufen. Weil die blockieren mir, glaube ich, das Inventar. Das ist totaler Quatsch. Na. Jetzt warte ab, die Höhle ist gigantisch groß und ich laufe hier bestimmt eine Stunde im Kreis. Obwohl ich eigentlich nur den anderen Ausgang suchen wollte. Ja, und wen haben wir da? Ein Typ mit Frost. Igris Frostherz. Der steht nicht auf meiner Liste, ne? Also wenn ich die Typen mal erwische, gibt's Damage, aber... Perfekt. Sollte mir der kleine Stinker nicht nur auf den Sack gehen. Ah. Ach, der schimmelt in der zweiten Reihe. Ja, ja. Erbeutete Rüstungsblatt. Die brauche ich auf jeden Fall zum Schmieden, ne? Was ist denn jetzt?
Ach. Das sind die Dinge, das sind auch noch Crafting-Materialien. Okay. Vielleicht doch nicht alle vertitschen. Na, bing. Was macht das Ding? Kotzt auch nochmal Gegenstände. Ach, unten ging es gar nicht weiter. Ich dachte, unten würde es auch noch weitergehen. Ich weiß jetzt so nicht, ob ich, wenn ich gleich noch eine Quest bekomme, wo ich diesen Munich killen muss, ob ich die dann schon erledigt habe. Oder ob der das direkt als erledigt markiert. Die haben ja doch wieder einen Stein gefunden. Komm. Kloppen zum Moos. I can't carry anymore. My inventory is full. So. Da kann ich ja wieder zurück, ne? Da. Ja, dann gehe ich gerade vertitschen. Jetzt nehme ich aber den kurzen Händler hier. Erstmal alles, was ich nicht tragen kann, raus. Müll. 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 Die sind besser. Wenn die Raffinesse bringen. Was bringt mir Raffinesse denn? Physischer Schaden. Durchschlagschaden. Was macht das denn nur? Gesundheitsbonus. Ach, wenn ich Raffinesse mache, kriege ich mehr Damage und Geist. Magieschaden, Schadensdauer. Also die ersten beiden muss ich eigentlich leveln. Jetzt ist natürlich die Frage, 3 Geist bringt mir gar nichts. Ach komm, weg mit dem Scheiß. Man findet noch so viel. Raffinesse, Verteidigung, Verteidigung. Meins. 32, 52, Müll. Seltenes Amulett. Das kann ich auf jeden Fall. Ah ne, Verkaufswert. Ich dachte schon, da oben steht ja ein Item-Level. Das brauche ich nicht. Alter, was soll ich mit dem ganzen Kleinkram hier? Kann ich die verketten? Oh, ich kann die verkaufen. Verketten. So, weg damit. Weil das ist der Wahnsinn, wie das Inventar verstopft. Ja. Ich habe immer noch ein Schrottteil. Und 7500 Silber. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier wirklich anfangen soll. Ich könnte ja auch die Fähigkeiten drauf, aber Maus ist doch viel, im Moment noch viel bequemer. Einmal hier durchlaufen. Also Zungen finde ich immer... Ne, war das denn? Jo, jo, jo. Jetzt haben sie mich bemerkt. Jetzt kommen sie auch wieder direkt aus allen Ecken gekrochen. Hier noch machen. Ich weiß nicht, den Kleinkram aufmachen, das lohnt sich teilweise nicht. Nur wenn Unix in der Nähe waren.